Bin selber gespannt, wie es mir dabei geht. Ich hatte die Situation noch nie. Ich hoffe, dass ich sie auch nie mehr habe. Also von dem her auch für mich wieder eine neue Erfahrung. Ja, natürlich bin ich nicht happy drüber. Ja, ist halt jetzt leider so, da ist die UEFA dann relativ rigoros. Natürlich gibt es so eine Sperre für den Trainer relativ selten. Wir sind am Ende des Tages dann zweimal zu spät rausgekommen aus dem Halbzeitpfiff. Dass wir heuer Europa League spielen dürfen, ist ja die Belohnung für eine außergewöhnlich gute Saison im vergangenen Jahr. Da braucht man nicht nervös sein, sondern dann heißt das zu genießen. Ja, wenn du, ich weiß schon, Heiligabend, wenn man vor dem Weihnachtsbaum steht und die Geschenke da liegen, ist man vielleicht auch ein bisschen nervös, aber positiv nervös. Ja. Man ist gespannt, was kommt da auf einen zu, und man hat jetzt nicht Angst, oh mein Gott, was ist denn da drinnen? In Stuttgart hast du jedes Jahr hier Fenerbahce, wann war es letzte Mal? 2012? Ja, 2006. Ja, 2006. Also deswegen, diese Besonderheit macht das Ganze aus, und deswegen ist es hier eine ganz, ganz große Vorfreude bei uns allen, auch bei den neuen Spielern. Deswegen gehe ich alleine in eine Loge und werde mir das von oben ansehen und habe schon gesagt, sie sollen den Kühlschrank anfüllen. Hoffe, dass wir dann ein bisschen was zum Feiern haben. Ich habe vorhin schon gesagt, wir freuen uns, mit den Besten messen zu können und mit uns mit großen Mannschaften messen zu können, und Mesut ist ein Part davon. Und wenn wir uns gegen die Spieler mit enormer Qualität natürlich auch messen können, dann sehr gerne. Und ich gehe nicht davon aus, dass Mesut jetzt viel von seinem Talent und von seinen Qualitäten verloren hat.